Kameraden! In gewitterschwüler Zeit feiern wir das einjährige Bestehen unserer Brigade. Einer freiwilligen Brigade aus tapferen Männern des Reiches, die den Spartakismus bekämpft und das Reich nach dem Novembersturm vor Schlimmerem bewahrte. Dem Versailler Schmachtdiktat zufolge soll eure Brigade aufgelöst werden, um uns schutzlos der französischen Willkür im Westen, den polnischen Banden im Osten und den Bolschewisten, die uns von Russland aus bedrohen, auszuliefern. Ich werde nicht dulden, dass eine solche Kerntruppe zerschlagen wird. Wir lassen uns nicht auflösen. Lieber stürzen wir die Regierung.